Das Icon-Tausch-Event Nummer 2 ist jetzt in FIFA gedroppt. Es gibt wieder viel, viel, viel Aufgaben, die viel, viel Kopfschmerzen bereiten. Aber in dem Video zeige ich euch, wie ihr 3 bis 4 Aufgaben in einer Aufgabe zusammen machen könnt und damit wirklich jede Menge Zeit und vor allem viel Nerven sparen könnt. Und vor allen Dingen, was für Rewards sich am Ende lohnen, dass ihr eure Tokens nicht umsonst rausballert, sondern wirklich safe was Gutes bekommt. Das alles in dem Video. Bevor wir reingehen, Jungs, lasst gerne ein Abo da. Und gebt einen Daumen oben, wenn das Video euch gefällt. Genug gelabert, wir gehen rein und schauen uns an, was da auf uns zugekommen ist. Das ist ein Icon-Tausch-Swap-Event Nummer 2. Und rechtsklick! Peacemates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video heute. Wir haben es Montag, eigentlich nichts Spektakuläres, aber heute kam das Icon Swap Nummer 2 auf uns zu, Jungs. Icon Swap Nummer 1 haben wir hinter uns, wir kennen es und wir gehen rein. Heute in dem Video geht es darum, was ich euch empfehlen würde mitzunehmen, beziehungsweise was meine Wahlen sind, was ich einsack. Und wie ihr die Tokens ein bisschen schneller mitnehmen könnt, also wie ihr bestimmte Aufgaben gleichzeitig machen könnt, 2, 3 oder mehr, halt einfach gleichzeitig, nicht immer die Aufgabe, die, sondern wir machen 2, 3 auf einmal, was euch auf jeden Fall einiges an Nerven und Zeit sparen wird. Wir gehen erstmal rein in die Aufgaben und gucken kurz, was man machen könnte zusammen. Also erstmal haben wir hier Icon-Tausch. Ligue 1, Serie A, La Liga, das muss man für sich machen, aber es geht fit, 6 Siege, 10 Tore immer und sowas. Die meisten verlassen da auch, Jungs, vergesst es nicht, verlasst, Jungs, 1-0, verlasst einfach, es macht das Ganze wirklich weniger Kopfschmerzen bereitend. Ja? Aber wo wir ein bisschen mogeln können, ist Icon-Tausch, da wo wir diese 6 Aufgaben haben. Eine Aufgabe, gewinne 6 Squad Battles Partien, Weltklasse mit 11 Silberspielern. Dann müssen wir 6 Squad Battles gewinnen auf Weltklasse mit 11 Eredivisie Spielern, also Full Eredivisie Team. Das gleiche mit einem Full Portugiesische Liga Team. Dann nochmal das Ding mit 11 Deutschen. Das gleiche nochmal mit 11 Erstbesitzern und 3 Foot Champions. Die Foot Champions macht man nebenbei. Man macht die Quali, da holt man mindestens, muss man ja 4 Wins holen und dann die 13 Wins holt man dann mit der Quali zusammen mindestens auch in der Weekend League. Das schaffen wir. Dann 11 Erstbesitzer, 11 Deutsche und 11 Silber. Das müsst ihr gucken. Also an eurer Stelle würde ich jetzt Silber Upgrade Packs machen, Jungs. Macht Silber Upgrade Packs. Dafür müsst ihr Silberkarten oder ich glaube es sind sogar nur Bronzekarten müsst ihr dafür abgeben. Ja, also macht ein paar Bronzepacks auf, verkauft gute Karten und tut die schlechten Karten, solche SBCs. Dann könnt ihr da schon mal Erstbesitzer ziehen. Also habt schon mal Erstbesitzer 11 und ihr habt dann schon mal 11 Silberspieler. Also Erstbesitzer Silberspieler haben die meist wahrscheinlich schon so. Und dann müsst ihr darauf gamblen, dass ihr noch 11 deutsche Erstbesitzspieler bekommt, weil da habt ihr das Deutsche, das Erstbesitz und das Silber in einem. Food Champions kommt weg und dann müsst ihr nur noch Eredivisie spielen und Portugal und dann ist das schon weg, Jungs. Das Ganze gerade auf Weltklasse ist jetzt schwierig, gerade auf Silber, Jungs. Was mache ich da immer? Ganz einfach, die meisten von euch spielen ja Squad Battles wahrscheinlich nicht mehr auf Ernst, so dass man sagt, ja, ich brauche meine 40 Spiele, die ziehe ich durch und ich will da Elite 1 oder so schaffen. Das macht kaum noch einer, weil man spielt hier Weekend League. Deswegen sind die Spiele sowieso egal. Die meisten von euch spielen ähnlich, wenn ihr es nicht gerade wegen Aufgaben müsst. Und ich mache da einfach immer Folgendes, wenn es nicht zu lange lädt. In den Squad Battles angekommen, ich habe gerade Glück, suche ich mir mal die schlechten Teams raus. Also ich spiele das nicht auf Weltklasse gegen ein 183er Team, wo eine Navas im Tor steht, aber das Team, 19 Chemie, 62 Bewertung, da fällt es sogar leicht, gegen das zu spielen. Guckt euch an, sucht euch die Teams raus, gerade auf den Silbermodus, gegen die kann man auch noch spielen. Das heißt, von den 6 hätte ich allein jetzt schon mal 2 hier weg, dann mache ich die nächste Seite, hab nochmal 1, 2 und das macht ihr halt immer wieder. Die Spiele sind ja unendlich. Wenn ihr 40 Spiele weg habt, kriegt ihr einfach keine Squad Battles Punkte mehr, aber das ist ja egal. Deswegen, so mache ich das immer, so geht das schnell. Und jetzt schauen wir uns mal schnell an, was es an Rewards gibt, wo ich sage, lieber lassen
und vor allen Dingen auch die, die eher interessant sind. Das Ganze findet ihr bei Tausch, gerade die, die jetzt das erste Mal vielleicht FIFA spielen, das Icon-Tausch gar nicht kennen. Erst seht ihr die ganzen Future-Star-Dinger, ihr müsst hintergehen bis zu den Icon-Swaps, weil vorher sind noch die anderen Tauschteile von den Future-Stars. Das erste, was wir bekommen, wenn wir zwei Tokens in das spielen, ist ein 25x81 Plus-Pack. Für 3 bekommen wir ein 25x82 Plus Pack und für 5 ein 25x83 Plus Pack. Und ich finde, davon sollte man sich mindestens eins mitnehmen. Ich nehme meistens alle 3 mit und mache zuerst das 83er, dann 82er und das 81er. Vom besten bis zum schlechtesten runter. Weil hier habt ihr schon mal 75 neue Karten. 75 neue Karten, ja. Also ihr habt wieder euren Verein relativ voll. Viel SBC-Futter. Und von den 75 Karten, würde ich sagen, sind meistens schon so 20 Walkouts mindestens dabei. Meine Erfahrung, was ich so ziehe. 15 bis 20 Walkouts meistens dabei. Ja, nur so 5 bis 4 Sachen, wo man sagt, ey, die sind spielbar, kann ich sogar spielen. Und der Rest sind so viele 85er, 84er, die gutes SBC-Futter bieten. Also die auf jeden Fall mitnehmen, mindestens eins davon. Und natürlich dann das 25x83er. Die erste Icon gibt es schon ab 6 und das ist ein Henri. Für Teams, die ein bisschen leerer sind, passt das als Icon wirklich sehr gut. Also da kann ich es nur empfehlen. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Flashback-Neymar. Da würde ich das Ganze nicht empfehlen. Wenn ihr ein Bundesliga-Team habt, Jungs, es gibt gerade bei Meilensteine eine Bundesliga-Ligaspielerkarte. Ich glaube, Tommy heißt er. Ein Stuttgarter. Nehmt euch dann eher den mit. Stellt ihn in euer Bundesliga-Team, wenn ihr den linken könnt. Deutscher Stuttgarter. Der hat ähnliche Stats wie Neymar Flashback. Spart euch die. Ansonsten nehmt ihn euch mit. Kann ich wirklich empfehlen. Dann, Jungs, haben wir in der nächsten Seite ein Javier Hernandez. Ja? Wir brauchen für den Boy 7 Tokens. Es ist eine coole Icon, ja. Ich finde, die geht auch noch. Muss man nicht mitnehmen, wenn man Fan ist. Ich fühle ihn wirklich. Mal gucken, würde ich ihn vielleicht sogar mitnehmen. Habe ich letztes Jahr aber schon gespielt, deswegen ein bisschen langweilig für mich. Aber wenn ihr sagt, ich will nicht so viel mehr spielen, aber eine Icon haben, dann nehmt ihr mit. Ansonsten vielleicht eher lassen. Das erste Icon Pack gibt es für 8 Tokens, das Prime Icon Pack. Würde ich erstmal lassen, wir kommen noch zu besseren, ist zu sehr gegambelt einfach, ist zu viel Gambling. Die erste richtig gute Icon gibt es mit Stoichkov für 9 Tokens, finde ich, kann man absolut machen. Hat halt kein, also nicht einmal einen Wert von 5 Sternen, 4 Sterne, 3 Sterne, aber die Stats an sich gehen fit. Von der Beweglichkeit, Balance ist auch okay, den kann man sich mitnehmen. Dann gibt es ein 91 Plus Mittel oder Prime Icon Pack und auch hier 10 Tokens. Klingt nicht viel, 91 plus mit oder Prime ist geil. Jungs, chillt, es kommt noch Besseres. Macht das nicht unbedingt, es kommt noch Besseres. Dann bekommen wir ein Steven Gerrard für 10 Token, brauchen wir nicht überreden. Macht den nicht. Cafu für 11 Tokens ist sehr cool, eine 93er Rechtsverteidiger-Karte. Es gibt leider schon viele gute Alternativen, wie den Hakimi, den Klaus, die sich genau so gut spielen lassen. Aber hier überlege ich mir sogar, den auch mitzunehmen. Also ist offen, wenn ihr einen neuen braucht, spart auf den. Ansonsten, wenn ihr einen Hakimi habt, Toti zum Beispiel, chillt, Jungs, chillt. Ja? Das mit Prime Icon Spielerwahl. Sowas würde ich euch eher empfehlen, wie die Tokens. Wie die Packs. Wenn ihr jetzt ein mit Prime Icon Pack macht, habt ihr eine mit oder Prime Icon, logischerweise. Wenn ihr den Pick halt einfach macht, habt ihr sozusagen 3. Mit dem Pick habt ihr 3 mit Prime Icon Packs und könnt euch dann noch den besten sogar aussuchen. Deswegen finde ich die Picks besser. 92 plus Prime Icon Pack, ihr habt es gerade gehört, ich finde die Picks besser, deswegen das erstmal lassen. Cannavacho, ich finde Cannavacho ist cool. Man kann ihn ja nicht kaufen, ist jetzt die Moments, ich glaube die gibt es auf dem Transfermarkt noch gar nicht. Ist ein sehr cooler Icon, 14 Tokens, ein bisschen vielleicht, ja, was heißt zu teuer, ist halt wirklich ein krasser Icon. Da müsst ihr schauen, wenn ihr sagt, ihr gambelt sowieso, nehmt euch mit, wenn ihr viel, also schwitzt einfach. Aber ansonsten vielleicht eher doch ein Cafu mitnehmen, Jungs. Doch eher ein Cafu mitnehmen. Prime Icon Spielerwahl, auch die kann ich absolut empfehlen. Ihr habt 3 Prime Icon Packs sozusagen und das für 15 Tokens. Dann gibt es 92 plus Prime oder Moment Pack. Klingt zwar krass, aber auch hier kann man auf die Schnauze fallen. Da sage ich mal nichts dazu. Das ist das größte Gambling. Ihr braucht hier 16 Tokens. Wenn ihr sagt, ich habe einen EA-Account machen. Wenn ihr sagt, ich ziehe nur Scheiße, vielleicht eher lassen. Denn auf dem letzten Platz für sehr, sehr viele Tokens, 17, soweit kommen die meisten wahrscheinlich gar nicht. So viel Nerven hat man gar nicht. Gibt es eine sehr coole Icon und zwar Garincha. Kostet, glaube ich, aktuell 1,3
1,7, irgendwas so in der Richtung. Millionen, auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Aber auch hier muss man viel Zeit dafür aufwenden. Und ich glaube, auch hier gibt es schon inzwischen bessere Alternativen. Wobei, er hat 5 Sterne, 4 Sterne. Da müsst ihr wirklich gamblen. Aber brauche ich nicht viel drüber reden. Die meisten kommen eh nicht so weit. Fazit, Jungs. Was würde ich sagen, ohne euer Team zu kennen? Nehmt euch auf jeden Fall eine Icon-Spielerwahl mit. Also entweder das Mid- oder Prime-Icon-Spielerwahl. Oder, mehr Spielerwahlen gibt es ja gar nicht, ne? Mid-Icon-Spielerwahl. Oder Prime-Icon-Spieler. Also nehmt euch die Prime-Icon-Spielerwahl mit. Oder die Mid- oder Prime-Icon-Spielerwahl. Einen von den beiden Spielerwahlen auf jeden Fall. Und auf jeden Fall diese alle drei von den 25 Malpacks. Das auf jeden Fall. Und alles andere müsst ihr gucken, was ihr im Verein habt, was ihr gebrauchen könntet. Und da einfach anpassen und das machen. Das war's für der Icon-Swap 2 Tausch-Event-Geschichte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ein bisschen Anreiz gegeben, wie ihr das Ganze lösen könnt und was ihr mitnehmen solltet. Wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zurück hier auf dem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann, haut rein, aber nicht im Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen, dann sag ich schnell tippetippetapp, ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder, piep, klo, platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey! Gülle, Gülle, das wie Danja, adios und tschö, sayonara, yasu, ciao, bye bye und adieu.